Freunde von Luxury Gadgets hier in der Motorworld von Köln, wie immer. Ja, lange darauf gewartet haben wir nun auf das Mate Fusion und ja, wenn man so im Internet ein bisschen betrachtet, manche haben immer bisher so Befürchtungen gehabt, geht es bei Mate weiter oder nicht und ja, da war die Gerüchteküche groß. Ja, es sind neue Investor drin und die neuen Modelle sind jetzt also im Anmarsch. Die ersten haben wir also erhalten. Hier das Fusion. Und wir haben bewusst mal, ich würde nicht sagen, dass das Fusion ein Nachfolger vom Mate X ist. Es ist ein anderes Modell. Aber im Internet kann man halt sehr schwer vielleicht die Größenverhältnisse erkennen. So haben wir es mal direkt parallel ineinander gestellt. Und man sieht ja hier auch schon, dass es vom Rahmen her höher ist. Der Rahmen ist breiter. Die Fatbikes oder hier die etwas schmalere Bereifung. Beides hat Vor- und Nachteile in dem Sinne. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ich richtig cross fahre, war es natürlich mit dem Mate für mich immer sehr sexy, damit, ich sag mal, Querfeld einzuheizen. Aber ich finde das neue Fusion halt deswegen gut, weil es gerade für viele, die ja auch Platzprobleme haben, Boot, Camping, Caravan, der Klassiker, es ist A, leichter. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie viel Kilo, das müssen wir noch mal im Internet nachschauen. Aber es ist halt, wie gesagt, dementsprechend, weil es kleiner ist, benötigt es weniger Stauraum. Man sieht halt die Reifen, die trotzdem meines Erachtens dick und fett genug sind, die also jede, ja, ich sag jetzt mal, jede Bodenwelle oder auch Steinschlag oder Bordsteinkante mitnehmen, das auf jeden Fall. Und das reicht definitiv aus. Wir bekommen auch hier Gewichte von Leuten, ich sage jetzt mal klar, Schwergewichtige, ist jetzt immer schwer mit dem Kilos darum zu doktoren, was schwer ist und was nicht schwer ist. Aber ich sage mal, ich kann hier trotzdem Personen bis 120 Kilo auf diesem Rahmen auch befördern. So, und wenn man natürlich sagt, das Mate X auch ein bisschen mehr von der Kilozahl, auf jeden Fall. Aber beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ja? Beides hat also in der Mitte diesen Hebel, wie auch hier, wo ich das Rad also schnell schalten kann. Bei dem neuen Fusion ist es ein bisschen besser. Wenn ich das Mate X falte, ist es letztendlich ein leichtes Dreieck zum Schluss. Es bekommt man also nicht komplett diagonal nebeneinander. Bei dem Mate Fusion ist es schon so, dass man es falten kann und es fast parallel nebeneinander auch dann transportabel ist. So, aufgefallen ist mir auch zugleich, dass man hier keine Gangschaltung mehr hat. Wir haben ein neues Display. Plus minus für die Motorleistung. Und der Vorgänger, nicht der Vorgänger, das andere Modell, was bisher auf dem Markt war, man kannte schon mal bisher das Mate X oder die kleine Version vor dem Fusion war das City, das war mir ein wenig zu klein, zu dünne Reifen, das hatte ich bisher bis aus dem Programm genommen, wenn ich ehrlich bin, aber das Fusion finde ich schon mal eine tolle Variante. Hier, wie gesagt, haben wir halt die Gangschaltung noch, das hat natürlich zum Vorteil für richtige Steilhänge, kann ich natürlich im ersten Gang, würde ich mal sagen, komme ich überall hoch, habe aber hier gemerkt, dass das neue Fusion wirklich, auch weil es leichter und kleiner ist, einen unwahrscheinlichen Power-Unterbereich hat. Ich habe es also noch nicht getestet. Ich sage jetzt mal typisch, wenn ich jetzt Burgen und Landschaften oder irgendwo Steilhänge hochgefahren bin, würde aber mal sagen, dass man damit diese klassischen Fahrradwege, Brücken, Überhänge auf jeden Fall alle bestens damit hinterlegen kann. Wie immer ist es eine Frage der Gewichtsklasse, sind zum Beispiel 55 Kilo oder natürlich die 120 Kilo hat. Aber ansonsten haben wir auch neue Farben. Graffiti ist diese Variante. Bei dieser Variante hier hinten weiß ich nicht genau, wie sie sich nennt, weil da einige neue Farben jetzt gekommen sind. Müsste ich also nachschauen, aber sieht auch sehr schön aus. So, wir haben momentan noch keine Bleche und kein Licht, wird jetzt auch nachgeliefert. Aber hier auch höhenverstellbares Lenkrad. Das finde ich eigentlich ganz gut bei dem Vorgänger, also bisherigen Mate X. Es ist schon das Lenkrad und alles, das Ganze ist schon schwerer. Ich würde noch nicht mal sagen unbedingt stabiler, aber doch ein massives Bike. So, faltbar ist auch hier der Lenker, genauso wie hier bei dem neuen. Letztendlich, dass das auffalten kann. Klappen, runter und dann Lenker rausziehen, wenn ich möchte. Ich kann sogar noch den Sattel herausziehen und kann es zusammenfalten. Also ich kann es also in kleinsten möglichen Optionen, sicherlich im kleinsten Stauraum auch da verwenden. Ja, alles Weitere würde ich mal sagen, wie immer, auf www.luxurygadgets.de. Schaut euch da die Details an von den Bikes. Wie gesagt, ich finde es eine gelungene Version bis jetzt. Wir sind auch mal auf dem Parkplatz hinhergefahren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr leise ist mir aufgefallen. Und mit den offiziell erlaubten 250 Watt im unteren Bereich macht der ganz schön. Ist ja jetzt mal Power. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis auf Weiteres.